Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Bounty Train. Und wie in der letzten Folge ja schon angekündigt, starten wir neu. Und ihr seht es auch schon, das Update hat ein bisschen was gebracht. Wir starten nicht mehr direkt in Portland, sondern irgendwo in der Nähe von Portland. Und da schauen wir mal, was Jerome von uns möchte. Es tut mir wirklich leid, dass sein Vater gestorben ist. Achso, nee, hatten wir den Start manchmal doch. Kann gut möglich sein. Wie ist er gestorben? Ich weiß, also ich kann dir nicht viel dazu sagen, aber es war ein Eisenbahnunfall. Er ist auf der Strecke gestorben, an der er so hart gearbeitet hat. Das ist wirklich traurig. Was hat er mir hinterlassen? Du bekommst einen wunderschönen Zug. 11% Anteil an der Firma und 435.000 Dollar Cash. Das sieht wirklich, das ist ja wirklich schön. Also das ist wirklich ein... Achso, ja. Ich sehe, es ist wirklich ein schöner Zug. Reden wir über das Geschäftliche. Nachdem ich mein Geld bekommen habe... after I get my money, also nachdem ich mein Geld gekriegt habe, I want to sell my shares. Er will was verkaufen und diesen Zug auch. Also er will diesen Zug auch verkaufen, bevor er das erste Schiff zurück nach Britannien nimmt. Achso, bei den Shares geht es wahrscheinlich hier um die Anteile, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also es wartet alles, also das Geld und alles wartet in Portland. Ja, der verantwortlich dafür von dem Vater ist Jeremy Sullivan Black. Und der sorgt dafür, dass wir auch alles bekommen. Und er möchte gerne mit mir über eine Lösung sprechen. Was ist mit... Don't worry, Jeremy will tell you everything. Also Jeremy wird mir alles erzählen. Thank you for your help. So, jetzt sind wir in Portland und gucken mal. Das könnte sein, dass das hier neu ist. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das sind also jetzt diese unterschiedlichen Farben. So, mit dem müssen wir sprechen. Hallo, was kann ich für dich tun, junger Mann? Mein Name ist Walter Reed. Ich bin hier, um über meinen Vater zu sprechen. Schön, dich zu sehen, Walter. Ich habe alle Papiere und das Geld hier parat. Aber da ist noch mehr, wie du dir sicherlich denken kannst. I'm all ears. As you can know, also your father... also mein Vater hat 55% seiner Firma wahrscheinlich an die National Pacific Railroad Company abgetreten. Und die bauen die erste transkontinentale Eisenbahn, die Ost- und Westküste verbinden soll. Die Idee deines Vaters war eine Route, die schnell, die kurz und günstig ist. Wie auch immer, sein Partner Cornelius wollte eine längere Route bauen, weil man mit der kurzen Route durch indianisches Territorium gehen musste. Und das wurde wohl verboten, wenn ich das hier richtig deute. Also mein Vater möchte gerne, dass die transkontinentale Eisenbahn natürlich fertiggestellt wird. Und er ging davon aus, dass das
seine Kinder dazu motiviert, die Arbeit fertigzustellen. Wie lange muss ich denn warten? Seeing as construction has not even started, it will be several years. Also es wird noch ein paar Jahre dauern, weil die Bauarbeiten noch nicht angefangen haben. Maybe a decade. The shorter route, however, can be complete much quicker. Aber es kann sein, dass die kurze Route schneller fertiggestellt wird. Was kann ich tun, um seinen Plan zu ändern? You and siblings each have... Also, ich und meine Brüder und Schwestern haben jeweils 11% bekommen. Und, wir könnten mit, wenn wir alles zusammenpacken, unsere 11%, unseren Anteil, dann können wir dafür sorgen, dass wir die schnellere Route bauen. Wenn ich schneller ausbezahlt würde, klingt das gut. Oh Gott, hier ist ja so viel Text. Ich werde das jetzt nur mal kurz überfliegen, damit wir noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Also letzten Endes ist, glaube ich, dieser Satz hier am wichtigsten. Try to fight him. Wir sollen versuchen, einen Robber zu finden. Das hatten wir auch. Also das ist ja schon bekannt. So, wir sollen also Robert finden. Hier sind auch die Aufträge nochmal. Vielleicht hätte ich mir mal durchlesen sollen, wo der ist. Okay, das hier haben wir jetzt abgeschlossen. Task completed. Verschwindet aber nicht. New Task Family, ja, aber... okay. Wir gucken mal kurz auf die Map. Denn so oder so müssen wir erstmal nach Boston kommen. Das geht nochmal ganz einfach. Allerdings sehen wir, dass dort schon, dort sind gerade Indianer. Oder irgendwas anderes. So. Was wir auf jeden Fall brauchen, was wir schon mal anders machen können als in der ersten Folge, ist mal zu schauen, ob wir hier schon jemanden als Schaffner eintragen einstellen können, so rum. Also der würde für uns arbeiten, der kann aber nur schießen, glaube ich. Das sind alles nur welche, die nur schießen können. Ich suche aber jemanden, der eigentlich... Der will nach New York. Boston, war das jetzt Boston, wo wir jetzt hinfahren können? Ja, das war Boston. Dann können wir die junge Frau mal mitnehmen. Hier, Leta. So, steig ein. Da ist sie. Kann in den Passagierwaggon gehen. Das nützt uns jetzt allerdings nicht so viel. Wir müssen auf jeden Fall noch jemanden einstellen. Mal nur mal schauen, wer hier günstiger ist. 310 und der wollte, glaube ich, 255 haben. Stellen wir den mal ein. Ist gut. Ja, der muss dann halt eben da jetzt, das nützt nichts. Ich würde aber auch den hier noch einstellen. Vielleicht jetzt schon wieder ein Fehler, gleich zu Anfang so viele Leute einzustellen. Das werden wir aber noch sehen. Vielleicht ist es jetzt auch die richtige Taktik. Hallo Sir, mein Name ist Walter Reed und ich suche meinen Bruder. Weißt du etwas über ihn? Reed, das klingt familiär. Ich verbringe viel Zeit im Saloon. Deshalb ist mein Gedächtnis nicht so gut. Was hast du denn für Erinnerungen? Ja, ich weiß schon. Wir müssen jetzt dem sein Briefchen zu Mary bringen, damit er sich wieder erinnern kann. So, wir fahren mal los. Denn die Folge ist schon wieder fast vorbei und wir wollen ja wenigstens nochmal nach Boston fahren. Reisen wir los. Chup, chup, Eisenbahn. Wir könnten jetzt 120 Dollar bezahlen, würden aber sogar noch ein bisschen freundlicher schon. Oh nein, ich will jetzt nicht schon noch mehr Geld ausgeben, außerdem brauchen wir noch ein bisschen
Action. So, wir geben Volldampf. Und gucken mal, ob wir da durchgeballert kommen. Nee, reicht leider nicht aus. Okay, so, dann schießen wir mal. Ja, ja, die Folge ist vorbei, das habe ich mitbekommen. Hey, Digga, schießen geht nicht. Muss er in den anderen Wagen gehen. Oder nach dort. Aber es ist, glaube ich, nicht oder keine so gute Idee, hier zu stehen. Ich kann halt von hier aus ein bisschen anders schießen. Ich weiß nicht, ob das passt. Nein, offensichtlich nicht. Aber von da kann er rausschießen. Sehr schön. Es ist natürlich am wichtigsten, dass wir gesund bleiben. Ganz klar. Kann der Kollege hier vorne eigentlich auch was tun? Es ist nichts in Reichweite von ihm. Er hat nämlich ohne Schrotflinte dabei. Kann jetzt schon weiterfahren? Nee, das Weiterfahren ist noch nicht drinne. Ja, wir stehen hier ganz ein bisschen doof, muss ich sagen. Vor allem fürs Nachladen. Warum schießt der hier eigentlich nicht mehr? Zu stehen und nachzuladen ist ein bisschen doof. Come on. Das war doch keine so gute Idee, damit Volldampf durchzurauschen. Jetzt gibt es auch noch ein Feuerchen. Ja, die treffen hier immer wieder. Ich weiß nicht, wann können wir denn weiterfahren? Wie schaut's denn aus? Nein. Da vorne hin und los zuckeln, sobald es geht. Jetzt mal schauen, ob wir von hier irgendwie da rausschießen können, aber es sieht eher nicht so aus. So, hier ist nur noch der eine da. Aber das Problem ist, wir sind schon wieder fast hinüber. Was natürlich sehr schlecht ist. Von da aus kannst du nicht schießen. Hätten wir doch bezahlen sollen, verdammt. Er trifft den auch immer noch. Was ist denn los mit ihm? Warum schießt er jetzt nicht mehr? Geht auch nirgends hin. Eine Minute noch, dann können wir hier weiterfahren. Ja, aber gut, wir könnten uns jetzt verstecken. Mal sehen, ob die Taktik aufgeht, weil ich habe keine eigentlich... Oh, sie kann heilen. Das ist natürlich sehr gut. Das mag ich ja. Siehst du, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, nächstes Mal nicht versuchen mit Vollkampf da durchzurauschen, weil das bringt sowieso nichts. Wir können ja mal ein bisschen hupen, vielleicht erschreckt sich der Indianer und läuft weg. Nein, leider nicht. Okay, du kannst auch schon mal ein Stückel zurückgehen. Du sollst ein Stückel zurückgehen. Und jetzt kannst du auch geheilt werden. Hier wird er im nächsten Bahnhof aussteigen und von daher kann sie jetzt noch mal ein bisschen... Pluspunkte hier sammeln. Vielleicht wird es dann ein bisschen günstiger. Nein, nicht stoppen. Weiterfahren sollst du. Und möglichst mit Dampf. Was? War es jetzt irgendwas noch, was ich jetzt gerade nicht so richtig geschnallt habe? Ja, wir wollen natürlich Boston besuchen und vielleicht noch den Auftrag mit wie heißt sie, Leta abschließen.
Talk to Lita, talk to Lita. So, wir talken mal mit ihr. Hallo, aufwachen. Wir sind in Boston. Wir sind da. Schön, sehr schön. So, das war's schon wieder. Ein bisschen einfacherer Start als, noch beim letzten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen da lassen oder einen Kommentar schreiben oder uns abonnieren. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meinliga.de.